endlich Sommerferien. Ja, ich freue mich so. Was macht ihr in den Ferien so? Wir fahren zu meiner Oma. Ich muss jetzt schnell nach Hause. Meine Eltern wollen nämlich so schnell wie möglich losfahren, damit wir hoffentlich nicht in den ganzen Reiseverkehr kommen. Also tschüss. Tschüss. Tschüss, Lukas. Schöne Ferien. Also ich werde jeden Tag Fußball spielen. Jeden Tag? Auch wenn es regnet? Ja klar, Regen macht doch einem Fußballspieler nichts aus. Ich will schließlich mal Profispieler werden. Dafür muss man eben hart trainieren. Also wenn ihr mich sucht, ich bin auf dem Fußballplatz. Tschüss. Tschüss. Fußball, wie albern. Meine Mutter und ich fliegen erstmal 2 Wochen nach New York zum Shoppen und dann 4 Wochen auf die Malediven. Ich bin so froh, wenn ich dieses Kaff hier 6 Wochen nicht sehe. Oh, Rosabella. Ich gehe in den Ferien am liebsten ins Freibad. Das werde ich jetzt auch sofort machen. Kommt jemand mit? Lara und ich wollten auch gehen. Wir können uns dort treffen. Okay, bis nachher. Tschüss, wir sehen uns. Tschüss. Und was machst du jetzt? Ich ruhe mich heute einfach mal aus. Super, Lena, das ist wirklich gut. Du kannst stolz auf dich sein, Lena. Du hast ein tolles Zeugnis. Ja, ich bin zufrieden. Lena, jetzt können wir zusammen spielen. Jetzt nicht, Anna. Warum nicht? Wir haben doch jetzt Ferien und ganz viel Zeit. Und wir können machen, was wir wollen. Ja, genau. Und ich will mich jetzt in die Hängematte legen. Das ist doch langweilig. Für dich vielleicht. Ich finde es aber auch mal cool, einfach nichts zu machen. Was? Schon 30 Nachrichten im Klassenchat? Es sind doch Ferien. Eine von Malte aus dem Schwimmbad? Juhu, yippie, ja, immer möglichst viel Action. Eine von Lukas? Wir stehen schon 2 Stunden im Stau. Ach je, der arme Lukas. Und 28 Nachrichten von Rosabella. Okay, Rosabella mit Koffer 1, Koffer 2 und Koffer 3. Okay, ich hab's gesehen. Eigentlich lustig, so verschiedene Urlaubsvideos. Ah, ich hab eine Idee. Anna, was ist los? Nichts ist los. Mir ist langweilig. Wollen wir ein Video drehen? Okay. Ich dachte, du willst faul rumhängen. Jetzt nicht mehr. Ich frag Lisa, ob sie auch mitmachen will. Mama, dürfen wir deine Kamera benutzen? Wir möchten ein Video drehen. Okay, Moment. Ja, sie ist geladen. Super, danke. Kommt mit in mein Zimmer. Mir ist vorhin aufgefallen, dass es manche lieber ruhig haben in den Ferien und bei anderen immer was los sein muss. Ja, das stimmt. Selbst meine Mama und mein Papa haben oft unterschiedliche Vorstellungen, was sie in den Ferien machen wollen. Wir könnten uns doch verschiedene Ferientypen überlegen, die wir nachstellen können, sodass es ein lustiges Video gibt. Ich kann super meine Mama nachspielen. Ich brauche dazu nur einen Liegestuhl. Das hätten wir. Und wie nennst du diesen Ferientyp? Der Ruhegenießer. Ich könnte Mama am Strand nachspielen. Ich weiß auch, was mein Papa in den Ferien am liebsten macht. Dafür bastle ich am besten ein Schild. Man kann in den Ferien aber auch andere Sachen machen. Bücher lesen. Oder ins Schwimmbad gehen. Oder ich zum Beispiel, ich spiele am liebsten zu Hause. Genau, ich glaube, wir haben genug Ideen. Drehen wir die erste Szene mit Lisa auf dem Liegestuhl. Okay, ich bin bereit. Kamera läuft. Diese Ruhe, ist das nicht herrlich? Menno! Wir warten kurz. Jetzt nochmal. Action! Diese Ruhe, ist das herrlich? Das gibt's doch nicht! Da können wir nichts machen. Du musst es nochmal sagen. Jetzt nochmal. Action! Diese Ruhe, wie herrlich! Und jetzt habe ich den Text vergessen. Ich bereite schon mal die nächste Szene vor. Dafür brauchen wir ein Badetuch, Muscheln, Steine und Treibholz. Wir sind mit der ersten Szene endlich fertig. Gut, ich habe hier schon alles vorbereitet. Wir brauchen nur noch ein Hintergrundbild, sonst wirkt das alles gar nicht. Ich drucke etwas Passendes aus. So sieht es jetzt aus wie am Meer. Cool. Und ich mache den Wind mit dem Föhn. Und Action. Und Action. Kamera läuft. Action.
So, unser Video ist jetzt fertig. Ihr könnt ja jetzt mal schauen, ob irgendein Ferientyp auf euch zutrifft. Oder vielleicht seid ihr auch eine Mischung aus mehreren. Passt auf, es geht los. Nummer 1, der Ruhegenießer. Lecker diese Limonade. Und diese Ruhe, ist das herrlich. Da kann man so richtig entspannen. Nicht wahr, Niki? Nur das Zwitschern der Vögel und das Schnurren des Rasenmähers. Nummer 2, der Strandurlauber. Es ist so schön hier am Meer. Schaut mal, was ich schon alles Tolles am Strand gefunden habe. Wunderschöne Muscheln, ganz farbige Steine. Und dieses Treibholz, da kann ich ja sicher was draus basteln. Und ein bisschen Sand nehme ich auch noch mit. Und es geht immer so ein schöner Wind am Meer. Oh ja, original ich. Nummer 3, die Leseratte. Endlich habe ich ganz viel Zeit zu lesen. Diese Bücher will ich alle in den Ferien lesen. Lisa, es ist schon spät. Geh mal ins Bad Zähne putzen. Ja, gleich. Nur noch eine Seite. Lisa! Gleich. Ich kann zwar meine Augen kaum noch aufhalten, aber es ist so spannend. Lisa! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Nummer 4, der Sportler. Ich brauche Bewegung und Abenteuer in den Ferien. Nur herumsitzen ist für mich gar nichts. Zuerst spiele ich heute Fußball. Dann mache ich eine Radtour. Und dann gehe ich surfen. Fifi! Fifi! Yay, ich surfe! Hi Fifi, Beifuß! Nummer 5, der Schwimmbadtyp. In den Ferien bin ich jeden Tag im Schwimmbad. Es ist so cool, im Wasser herumzutoben. Zwischendurch esse ich Pommes und dann geht es sofort wieder auf die Rutsche. Nochmal und nochmal. Bitte alle aus dem Wasser, das Freibad schließt. Was? Schon? Nummer 6, der Grillmeister. In den Ferien grille ich jeden Tag. Ich finde, vom Grill schmeckt einfach alles super lecker. Montag gibt es Würstchen, Dienstag Steak, Mittwoch Grillkäse, Donnerstag Grillgemüse, Freitag Stockbrot, Samstag Hähnchen und Sonntag Fisch. Lecker. Nummer 7, der Städtereisende. In meinen Ferien möchte ich möglichst viel sehen. Ich schaue mir alle Sehenswürdigkeiten an. Ich mache ganz viele Fotos davon. Hoppla. Nummer 8, zu Hause spielen. Ferien sind so toll, weil man da richtig Zeit hat, mit seinen Spielsachen zu spielen. Ab und zu esse ich ein Eis und dann spiele ich wieder. Und dann esse ich wieder ein Eis. Was machst du, Anna? Ich hole mir ein Eis. Hattest du nicht schon eins heute? Ich weiß gar nicht, war das gestern oder heute? Welchen Tag haben wir heute? Ich habe das Zeitgefühl komplett verloren. Nummer 9, der Faulenzer. In den Ferien verlasse ich meine Hängematte nur noch im Notfall. Alles, was ich brauche, habe ich hier. Okay, das ist ein Notfall. Schnell aufs Sofa. Hauptsache, es ist bequem und man kann die Füße hochlegen. Und, welcher Ferientyp seid ihr? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis bald und schöne Ferien!